Anait Padarian ist 16 und eine waschechte Moskauerin. Für sie ist der Rote Platz, eigentlich die ganze Stadt, Heimat. Aber Anait lebt nicht ein typisches russisches Leben. Denn seit sie 9 Jahre alt ist, geht sie in die deutsche Schule Moskau. Unterrichtssprache ausschließlich Deutsch. Wenn ihr an eure eigene Lektüre von dieser Exposition denkt. Anaits Klasse liest gerade Dürrenmatt, die Physiker, in Russland nahezu unbekannt. Anaits Eltern haben sich dafür entschieden, ihre Tochter auf die deutsche Schule zu schicken, obwohl sie selbst kein Deutsch sprechen. Der Schauplatz als solcher oder das Grundkonzept? Eines der Hauptgründe ist, dass die Bildung in Deutschland von sehr hoher Qualität ist. Sehr gut ist, wenn ich deutsches Abitur hier ablege, habe ich alle Chancen in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz oder auch in England zum Beispiel zu studieren. Und das öffnet einem mehr das Leben. Letztes Jahr kam der russische Präsident Putin an die deutsche Schule. Seine beiden Töchter sind auch hier zur Schule gegangen, obwohl ihnen auch die besten russischen Schulen offen gestanden hätten. Die deutsche Ausbildung gilt sehr viel in Russland, völlig unabhängig von allen politischen Problemen. Und im Schulalltag versucht man hier auch eher die Gemeinsamkeiten zu betonen. Ich finde, die Position der Schule zeigt sich ganz deutlich in der Möglichkeit eines Zusammenarbeitens, Zusammenlebens zwischen Deutschen und Russen deutlich zu machen, dass wir hier nicht nur Schule in erster Linie sind, sondern eben auch ein deutsches Kulturzentrum und die deutsche Kultur- und Bildungspolitik auf diese Art und Weise gemeinsam mit den russischen Menschen deutlich rüberbringen und gemeinsam vor allen Dingen an Projekten arbeiten können. 400 Kinder werden hier unterrichtet. Die Nachfrage bei russischen Familien nach einem Platz an der deutschen Schule ist sehr groß, obwohl das Schulgeld 7.000 Euro pro Jahr beträgt. Anaits Eltern sind nicht reich. Sie wollen einfach nur, dass ihre Tochter im Ausland studieren kann. Bisher war Anait nur in den Ferien in Deutschland, aber dann hat es ihr immer super gefallen. Erstmal natürlich die deutsche Pünktlichkeit, dass man da pünktlicher ist und alles auch mehr diszipliniert ist sozusagen. Auch was sehr auffällt ist, wenn man in Deutschland auf der Straße geht oder in Moskau. In Moskau, wenn die Menschen dich nicht kennen, dann distanzieren sie sich eher von dir. Aber in Deutschland wirst du angelächelt auch von denen, die du nicht kennst. Also es ist auch die Freundlichkeit, die viel größer in Deutschland ist. Politisch ist es zwischen Deutschland und Russland in den letzten Jahren schwieriger geworden. Hier allerdings ist das kaum zu spüren. So ein russisch-deutsches Schulfest in Moskau geht pünktlich los und wird ausgelassen gefeiert. Das Beste aus beiden Ländern findet auch Anait. Und die Kinder klagten, das Herz ist schwer. He is dead now.